Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielleicht erinnern Sie sich noch daran, dass ich im Juni 2018 einen Beteiligungsbericht beantragt habe und ich habe diesen Antrag dann während der Debatte zurückziehen können, weil überraschenderweise die Landesregierung schon selber einen in Vorbereitung hatte. Und das zeigt eigentlich sehr schön, wie hoch die Übereinstimmung damals schon war, ohne dass ich es gewusst hätte. Mit dem Beteiligungsbericht 2014 bis 2016 hat die Landesregierung erstmals eine für die Öffentlichkeit einsehbare, vollständige Übersicht über die Geschäftsentwicklung der Beteiligung des Landes vorgelegt. Damit hat die interessierte Öffentlichkeit deutlich mehr Informationen über die Beteiligung des Landes als zuvor erhalten. Die Beratungen im Finanzausschuss haben gezeigt, dass die Vorlage des Beteiligungsberichtes auch für den Ausschuss durchaus Anlass war, sich mit einigen Beteiligungen einmal näher zu befassen. Und da möchte ich noch mal ganz gezielt darauf aufmerksam machen, der Beteiligungsbericht als solcher ist natürlich nur die halbe Miete. Entscheidend waren dann die Diskussionen in den Ausschüssen, vor allen Dingen im Finanzausschuss. Wir haben dort sehr interessante Gespräche geführt mit den Unternehmensleitungen der Beteiligungen, die eingeladen wurden. Und ich will die Gelegenheit nutzen, ganz besonders auf die Hafengesellschaften hinzuweisen, Wismar, Rostock und Sassnitz-Mukran. Es war hochinteressant, dass die Herren hier vorgestellt haben, wie die Geschäftsentwicklung ist, welche Herausforderungen auf die Häfen zukommen, gerade auch im Wettbewerb des Ostseeraums mit den polnischen Häfen. Also man hat einfach eine Fülle von Informationen bekommen und konnte damit die strategische Bedeutung dieser Landesbeteiligungen entsprechend würdigen und einsortieren. Und das ist genau das, was der Vorredner auch, der Herr Hersel, ja eingefordert hatte. Die Landesbeteiligungen müssen ein besonderes Interesse des Landes verkörpern. Und genau das ist es ja. Es ist die strategische Bedeutung dieser Beteiligung, beispielhaft jetzt der Hafengesellschaften. Da geht es eben nicht nur darum, ein Logistikstandort zu sein, der Waren umschlägt von Landverkehrsstrecken auf Seeverkehrsstrecken, sondern das ist ja gerade für uns der Nukleus von Industrieflächen. Dort siedeln sich vorrangig Industriebetriebe an, gewerbliche Wirtschaft an, die unser Land Mecklenburg-Vorpommern nach vorne bringen. Das gilt jetzt vielleicht nicht für alle Beteiligungen gleichermaßen, von daher ist es auch sinnvoll und richtig, die immer wieder durchzusprechen, so wie wir das halt gerade auch im Finanzausschuss getan haben. In vielen deutschen Großstädten sind derartige Beteiligungsberichte nicht nur vorgeschrieben, sondern auch seit vielen Jahren eine Selbstverständlichkeit. Dabei sind seit der Auslagerung maßgeblicher wirtschaftlicher Leistungen der Kommunen aus dem Kernhaushalt die Anforderungen an die inhaltliche Ausgestaltung der Beteiligungsberichte deutlich gestiegen. Für meine Fraktion ist es eine Selbstverständlichkeit, dass auch das Land regelmäßig über seine Beteiligungen berichtet. Und zwar in erster Linie, um der Öffentlichkeit eine übersichtliche Informationsmöglichkeit zu bieten. Um die Aussagekraft des Beteiligungsberichtes zu steigern, hat sich das Finanzministerium im Zuge der Beratungen im Finanzausschuss dazu bereit erklärt, künftig weitere Kennzahlen abzubilden, insbesondere zur Vergütung, zur Zahl der Auszubildenden und zur Tarifbindung. Auch in zukünftigen Beratungen wird daher zu prüfen sein, ob der Beteiligungsbericht um weitere Aspekte oder Kennzahlen ergänzt werden kann. Denn das ist ja genau der zweite wichtige Bereich des Beteiligungsberichtes, dass man über die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen einschätzen kann, wie die Risiken in den jeweiligen Beteiligungen sind. Denn schließlich geht es letzten Endes immer um Steuergeld, wenn das Land investiert. Und da ist auch das Parlament als Kontrollinstanz natürlich gefordert, zu sehen, ob die Risiken angemessen berücksichtigt werden und ob angemessen gegengesteuert werden kann. Der Herr Minister hat schon darauf hingewiesen, das Ganze ist natürlich noch kein Beteiligungskontrolling. Das ist eben für uns einfach ein Anlass, sich mit den Beteiligungen zu beschäftigen. Das eigentliche Controlling im Finanzministerium erfolgt natürlich viel kurzfristiger anhand von Kennziffern, die dann vielleicht monatlich oder quartärlich gemeldet werden. Im Zuge der Beratungen im Finanzausschuss wurde auch diskutiert, in welchem Turnus der Beteiligungsbericht zukünftig erstellt werden soll. Natürlich sind damit auch Kosten verbunden. Und der Finanzausschuss, wie auch jeder andere Ausschuss des Landtages, kann im Rahmen der Selbstbefassung jederzeit eine Beteiligung auch ohne Beteiligungsbericht näher in den Blick nehmen. Aus Sicht der CDU-Fraktion wird es dem Beteiligungsbericht jedoch nicht gerecht, wenn man ihn ausschließlich auf die Erfordernisse der parlamentarischen Kontrolle der Landesbeteiligungen reduziert. Daher haben wir uns für die vorliegende Empfehlung eingesetzt, den Beteiligungsbericht zukünftig in einem zweijährigen Turnus und dabei möglichst nicht in einem Haushaltsaufstellungsjahr vorzulegen.
ein längerer Turnus. Da war eine absolute Übereinstimmung, Herr Ritter. Deswegen rede ich auch heute zu diesem Thema, weil da musste ich meine Rede überhaupt nicht umschreiben. Das ist absolut d'accord. Ein längerer Turnus wäre mit dem Anspruch der Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit unserer Auffassung nach nicht vertretbar. Um die Kosten für die Erstellung des Berichts in Zukunft geringer zu halten, regen wir an, sich bei der Erstellung an den Prozessen großer Kommunen zu orientieren, bei denen weite Teile des Beteiligungsberichtes aus Zulieferungen der Beteiligungen erstellt werden, die vom jeweiligen Controlling zuvor lediglich noch auf ihre Richtigkeit geprüft werden müssen. Bei entsprechenden Vorgaben und Standards für die Darstellung der Beteiligung des Geschäftsverlaufs, zukünftiger Ausrichtungen sowie zu Geschäfts- und Kennzahlen etc. kann der Bericht dann selbst sehr aufwandsarm und praktisch als Nebenprodukt des Beteiligungskontrollings entstehen, welches durch die Landesregierung ohnehin betrieben werden muss und, wie wir gehört haben, auch sogar noch verbessert wird. In diesem Sinne bitte ich Sie um Zustimmung zur vorliegenden Beschlussempfehlung. Vielen Dank.